Okay, er kann mich echt one-hitten. Das ist übel. Das ist sehr übel. Ah, das wird unangenehm jetzt. Okay. Ich versuche zu reisen. Und ich hoffe vom ganzen Herzen, dass ich da nicht alles wieder von neu machen muss. Vom ganzen Herzen. Dann verbessere ich jetzt erstmal meine Waffe. Jetzt ist die Frage. Eigentlich wäre es... schlau, auf die andere Waffe zu gehen. Wo ist die überhaupt? Hier, auf die hier. Weil ich glaube, die hat auch an und für sich mehr Angriff. Die hat 440. Weil ich würde ja auch meine Verteidigung mit dem alles erhöhen. Ich glaube, es wäre ein Tick schlau, auf das andere zu gehen. Ja, Rang 7. Nein, nicht anlegen. Das sind 447. Hätte so schon 7 Angriff mehr. Okay, komm. Ich mach's. Zack. Hier. Und jetzt auf Rang 8. Zack. Rang 9 wäre nochmal so ein ultimativer Boost. Okay, ich tendiere jetzt erstmal auf den, weil ich den... ja doch. Okay, einbetten. Giftangriff weg, Blitzangriff weg. Kann ich allgemeinen Angriff dazufügen? Oh, das wäre gut. Nach erfolgreichen Treffer mit Kampfkunst. Oder er macht mir weniger Schaden. Beides sehr gut.
Okay, ich will mehr Verteidigung nach einer Kunst. Ja, cool, wenn ich das andere jetzt da rein tun kann. Aber nein, leider nicht. Durchhaltebruch. Ja, mach ich mit rein. Okay, jetzt kann ich wieder auf Verbesserung gehen. Ich habe nämlich noch nicht meine Ausrüstung verbessert. Das, was am... Der erhöht nur 10. Also hier, die Rüstung macht mehr. Und die Schuhe. Das ist die Schuhe, die Hose. Okay, jetzt muss ich das mit den Zaubern nochmal umändern. Okay, Zauber. Ich habe ja für den nur 8 gebraucht. Also 12 runter und 12 in Leben hoch. Das Leben skaliert ja auch auf meine Rüstung. Das heißt, ich habe gleichzeitig mehr Verteidigung. Das heißt, 12 von denen runter. Macht Angriff um 7 runter. Oh ja, aber das wird viel besser. Hier Willensverteidigung steigt plus 6. Leben auch nochmal so viel mehr. Und allein jetzt ist schon meine Werte wieder erhöht. Ja. Aber nein, ich muss auf 8 runter. Hier Willensverteidigung fast verdoppelt. Zauberdauer, okay. Willensgewinn und Willensverbrauchsrate ist zwar ein bisschen gestiegen wieder, aber gerade Kampfkunst, aber das ist es wert. Mache ich hier 12 und hier 50. Ja. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Warte, wie viel habe ich? 27.000. Ich hätte gerne nochmal einen Stufenaufstieg. Kostet 55. Also ich brauche 30.000. 30.000. Damit hätte ich schon mal 20.000. Ja, 32.000 hier. Stufenaufstieg. Mehr Leben und meine Willensverteidigung auf 202. Das wollte ich. Ich mache das auf 15. Jetzt Zauber erlernen. Das ist es jetzt. Ich möchte Lebenskraft absorbieren. Dann kann ich mich heilen. Blitzwaffe ist cool. Positiver Effekt. Es schafft einen Bereich, in dem alle Verbündete weniger Schaden durch Gegner erleiden. Geringert einen Bereich, in dem alle Verbündete Gegner zusätzlichen Schaden zufügen. Oh, das ist cool. Okay. Ich nehme Lebenskraft absorbieren. Das hat was. Hier, das habe ich nicht mehr drin, also nehmen wir Lebenskraft absorbieren. Jetzt reisen. Hauptschlacht. Ich hoffe, dass ich wieder da ankomme, wo ich vorher war. Ich habe echt keine Lust, das nochmal von vorne reinzumachen.
Weil das wäre echt ein hartes Stück Arbeit. Wenn ich das jetzt echt so machen würde. Okay, jetzt kann ich weiter. Perfekt, er hat uns genau dahin, wo wir vorher waren. Okay, neuer Versuch. Aber jetzt kann ich den Angriff überleben. Perfekt, jetzt bin ich nicht mehr so in seiner Angriffsphase. Okay, wir haben den Angriff. Perfekt. Nein, nein, nein. Oh gut, ich konnte mich noch heilen. Komm schon. Okay, jetzt habe ich ihn erwischt. Und schon kommst du? Ja. Ich habe ihn besiegt. Das hat echt geholfen. Niederlage, wohl an. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Tötet mich. Ruhmreicher Sieg. Ah, der war jetzt schon ein Ticken schwerer. Also mit der neuen Ausrüstung hat auf jeden Fall geholfen. So dass ich auch die Angriffe überlebt habe.死とは何か、瞬間なる癖者と共に歩み、ひたすらに武を研ぎ澄まし、拙者はようやく見出した。人からは命は奪えても、心は奪える。死とは譲れぬ者のために戦うもの。呂布殿は拙者が惚れた 死の中の死であった。武運尽きた今、首が離れようと後悔はせんが、もっと早く知りたかったものよ。ここにも、また一人の死がいたことを。
お主がかばうとはよほどの人物なのだな。お主の刃これより、この曹操のために振るうがよい。拙者は敗軍の将、勝者の命に従います。呂布は可否にこもった。お主たちも堂々せよ。 Bixiade. Okay, furchtloser Krieger und ein paar neue Sachen. Okay, jetzt lädt es wieder eine Weile und dann haben wir wieder ein paar Nebenmissionen und dann hoffentlich finden wir genug Leder, dass wir die Ausrüstung noch verbessern können. かかれ!火器を水の底に沈めるのだ!は!曹操殿のもとには才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかし、なぜ呂布は弾薬を使わぬ? なんだ、この音は。ミスター、見させるな。来たか。 Siapi, Provinz Su. Okay. Hey, wir müssen Lubu besiegen und das Chaos beenden. Auch wenn wir nicht vermeiden können, unschuldige Bürgern zu schaden, habe ich entschieden, mit unserem Plan fortzufahren, die Stadt durch eine Flut zu verwüsten. Das finde ich jetzt nicht okay. Also Unschuldige sollten wir echt nicht in unseren Krieg mit reinziehen. Das sollte echt nicht okay sein. Neue Schlacht. Legende des Donnergottes und das Kaliber eines Helden. Okay, zwei neue Nebenmissionen. Dann mache ich erst die auf 69, dann die mit 71. Ob jetzt die eine schwerer als die andere ist, kann ich nicht sagen, aber es könnte uns weiterhelfen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Bossfight oder normale Gegner? Sieht stark nach einem Bosskampf aus. Bin ich ein bisschen feige? Eigentlich schon. Ah, da hat er mich gelöscht. Oh ja. Perfekt. Okay.
hier im Eck habe ich dich. Perfekt. Erwischt. Eine Tapferkeit wie die eure wird erreichen lassen, was auch immer euer Ziel ist. Ich kann nur hoffen, dass es auf mich abfärbt. Ein bisschen Rang 8 Stall mehr. Wir gehen natürlich ins Dorf zurück. Wir haben noch eine Nebenmission, was wahrscheinlich noch so ein, ich sag mal, Elite-Fight ist. Weil Boss-Fight würde ja nicht ganz stimmen. Ja, wir nennen es Elite-Fight. Okay, bevor ich da jetzt weitermache. Hier Bambusbogen verbessern. Ich glaube, Level 9 ist sogar das höchste. Der Stufenaufstieg, wie gesagt, das hätte ich gerne auf 15. Legende des Donnergottes. Okay, ist das jetzt ein Bosskampf? Ich hoffe stark schon. Ich finde die nämlich ganz schön. Ja, ist es. Kann ich hier eigentlich Verstärkung? Ja, könnte ich. Dann nutzen wir das natürlich auch aus. Zack, Blutsbruderschaft. Wir haben ihn hoch. Okay, der ist auf 6. Wen habe ich noch weit oben? Er ist noch auf 6. Lieferung. Schwerter und Krone des gnadenlosen Helden. Eine kurze Erklärung Sun Tzu. Oh. Was bringt uns das? Nichts. Ärgerlich. Ja, hier ein bisschen was davon, aber... Ja, hier ist immer noch die Krone des gnadenlosen Helden hier. Das geht auf Feuer. Na, das brauche ich nicht. Vor allem, das ist eine schwere Rüstung. Die könnte ich nicht mal tragen, wenn ich wollen würde. So lassen wir es. Okay, zack.